Meet Ted, a hard-working citizen and a family man. Hello, Ted. Wait a minute, what's that sound? Oh no, it's the nuclear bomb alarm. Not to worry. The government's superb early warning system gives Ted enough time to take cover. Don't just stand there, Ted. You've got 60 seconds. So, hallo meine Lieben. Nachdem ich euch das letzte Mal in den ersten zwei Folgen das ganz tolle Intro hier verwehrt habe, weil ich ja meine Aufnahmeproblemchen hatte, wollte ich es euch dieses Mal ganz zeigen. Und ich gehe jetzt nochmal kurz in die Einstellungen rein, um zu gucken, das müsste passen. Also ihr solltet dieses Mal definitiv Ingame-Sound haben und er sollte nicht zu laut sein. Und hier, perfekterweise, haben wir auch schon diese zweite Filmreferenz, die es in diesem Spiel ja zuhauf gibt. Wir haben ja nämlich die Pizza von Breaking Bad. Wenn ich das sehe, bekomme ich richtig, richtig Bock, nochmal Breaking Bad zu schauen, muss ich sagen. Ich habe die Serie geliebt, also jeder hat sie geliebt. Ich glaube, es gibt echt keinen Menschen, der es nicht mochte. Und ihr seht schon, es ist kein gutes Zeichen. Der Continue-Button ist ausgeblurrt. Und Leute, das kann nur eins heißen, und zwar, dass mein Spielstand nicht mehr da ist. Die Familie, die ich mit so viel Liebe gepflegt hatte, die über 60 verdammte Tage überlebt hatte, die ist einfach nicht mehr da. Pancake ist gestorben und die anderen sind's auch. Es ist richtig, richtig bitter und das alles nur, weil ich das Spiel nicht richtig geschlossen habe. Ich bin dann mit dem Entwickler in Kontakt getreten und habe gesagt, hey, yo, kannst du mir bitte den Spielstand irgendwie wieder zurechtrücken? Aber er hat es nicht mehr hingekriegt und von daher müssen wir jetzt wieder bei New Game starten. Ich will natürlich wieder die Apokalypse mit euch spielen und ich will dieses Mal den Little Boy spielen. Also ich will mal gucken, wie das ist. Ich glaube, der einzige Unterschied zwischen einfach, normal und schwer ist, dass man am Anfang bei den 60 Sekunden vorher einfach ein bisschen länger Zeit hat, um in der Wohnung rumzugucken, was ist denn da, was liegt wo, wo positioniere ich mich am besten, damit ich möglichst viel in diesen scheiß Bunker geschleppt bekomme. Und ja, Taschenlampe haben wir auch. Also ich gucke jetzt, ihr seht ja, ich habe viel Zeit. Da ist Radio, da ist Map, das ist sehr, sehr schön. Wir haben da unsere übergewichtige kleine Tochter. Und wir haben da den Sohn. Wir haben Medikit. Und wir schleppen natürlich gleich mal die hier. Genau. Und die Maske wollen wir. Die Maske ist ja sehr wichtig, das haben wir gelernt. Der braucht bestimmt zwei Platz. Yep. Karten brauchen wir zwar nicht unbedingt, nehmen wir trotzdem mit. So, das, dann das und das. Danke. Und dann nehmen wir noch hier ein Wasser mit. Oder auch was zu essen, das ist mir eigentlich pups egal. Und dann nehmen wir noch die Gun mit. Dann nehmen wir die Taschenlampe mit. Wir nehmen das mit, was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Jetzt schon Tool Shelter? Nee, sicherlich nicht. Hallo? Hallo? Oh, warum brauchst du so lange zum Reinwerfen? Das ist ja furchtbar. So, und dann nehmen wir noch das. Und scheiße, wir haben jetzt nicht mehr genug für ihn. Scheiße, scheiße. Ich habe viel zu wenig Family-Mitglieder. Ich habe viel zu wenige. Scheiße. Jetzt habe ich zu sehr auf die Ressourcen geachtet und zu wenig auf meine Hände. Wir haben jetzt, glaube ich, nur die Frau. Das wird so nix. Dann muss ich nochmal neu starten. Scheiße. Nee. Wir sind so nicht schlecht ausgerüstet, aber das bringt alles nichts. Uns bringt das hier nichts, wenn wir dafür unsere Familie nicht haben. Von daher gleich nochmal Exit to Menu und nochmal neu starten, weil das geht so einfach nicht. Was ich noch sagen wollte, was mich total gefreut hat, einer von euch hat in die Kommentare geschrieben, dass es ihm gut gefällt, das Spiel, und auch wie ich das spiele. Nicht, weil ich das so toll spiele oder so, das mache ich eben gar nicht, sondern weil ich nicht gespielt Spaß an dem Spiel habe und mich da irgendwie reinversetze. Und das hat mich dann echt total gefreut, eben weil ich halt wirklich das Spiel lebe und weil es mir echt nahe geht, wie jetzt auch der letzte Spielstand, wenn da halt was nicht so funktioniert, wie ich das mir vorgestellt habe. Und ja, das fand ich einfach einen sehr schönen Kommentar von diesem lieben Mensch, der das kommentiert hat. Ja, so war das. Und hier haben wir die Gun.
Und natürlich nehmen wir auch noch den Timmy und nichts mehr passt rein. Da ist noch das Radio. Ja, also ich denke, dass beim leichteren Spielstand hier auch einfach mehr, was man brauchen kann, in der Nähe ist. Also wenn ich so mal rumschaue, dann sind halt definitiv mehr gute Items hier in der Nähe. Komm schon. Jawohl. Als bei dem anderen Spielstand. Muss ich sagen. Wir nehmen Essen, wir nehmen Trinken, wir nehmen Essen, wir nehmen Trinken. Und wir versuchen noch was zu holen. Eine Kleinigkeit könnte man noch schaffen. Komm schon, was geht? Nee, da geht nichts mehr. Dann rennen wir halt zurück und bleiben stehen. Wir haben ein bisschen Zeit vergeudet. Und wir haben, glaube ich, keine Map. Und wir haben auch nicht alle Familienmitglieder, glaube ich. Aber wir müssten zumindest zu dritt sein. Und mit dreien kann ich leben. Oh, wir sind sogar alle vier. Und wir haben eine Map. Wow. Wow. Meine Güte, sind wir gut aufgestellt. Nicht schlecht. Das Einzige, was halt fehlt, ist ein Medikit und ein bisschen was zu futtern. Die Magazine und so, das finde ich alles nicht so tragisch. Ja, das übliche Geplänkel am Anfang. Und wir rationieren noch überhaupt nichts, weil die haben noch alle definitiv genug. Ja, das passt schon. Und wir haben den zweiten Tag. Es geht immer noch allen gut, von daher rationieren wir noch immer nichts. Und wir werden jetzt nach draußen gehen. Das ist was, was ich euch auch fragen wollte. Wir können jetzt nach draußen gehen, also Trips an die Oberfläche machen, obwohl wir das im letzten Let's Play nicht konnten. Oder bin ich total bescheuert? Also ich kann mich nur daran erinnern, dass wir immer einen rausschicken konnten, der dann für mehrere Tage weg war. Aber jetzt können wir Expeditionen machen. Und das verstehe ich nicht so richtig, warum das jetzt plötzlich geht. Das erschließt sich mir nicht so richtig. Und mir erschließt sich nach wie vor auch nicht, was dieses ekelhafte Geräusch ist. Und ja, es ist sehr toll, dass wir das Radio bei uns haben. Die haben jetzt alle Durst. Die kriegen dann auch alle was, weil ein bisschen was haben wir ja schließlich. Auch wenn sie jetzt halt zu viert wesentlich mehr Rationen brauchen. Der Ted als Familienoberhaupt geht raus mal wieder. Da sind wir wieder ganz die Sexisten. Und nutzen unsere Geschlechterrollen aus. Ja, die haben auch alle noch keinen Hunger. Also kriegen sie auch nichts. Schlecht. Also wir sollten jetzt eigentlich was gegen eine Spinnenplage tun. Wir haben aber nichts davon. Also Gift wäre vielleicht doch ganz gut gewesen. Ach du F Fuck. Was zur Hölle? Alter! Was geht? Das ist ja widerlich. Oh Gott, Mary Jane wurde von einer Spinne gebissen. Alter, ist das widerlich. Aber die ist jetzt immer noch ein Familienmitglied, das wir füttern müssen und so. Nicht, dass sie uns anfällt. Okay. Okay, das irritiert mich gerade dezent. Naja, jedenfalls. Wir haben wieder diese grünen Cockroaches und wir haben wieder nichts, um die kaputt zu machen. Also wir sind dieses Mal bei diesem Spielstand echt mit einer Insektenplage gesegnet. Und ja. Ach, einer hat Durst. Timmy hat Durst und Dolores hat Durst. Mary Jane hat keinen Durst, wahrscheinlich, weil sie ein ekelhaftes, ja, infiziertes irgendwas ist. Wir haben jetzt aber immerhin was, um uns vor diesen Ratten hier zu verteidigen. Das ist schon mal ganz gut. Da würde ich jetzt mal die Axt nehmen. Eben aus Angst, dass die Knarre kaputt geht. Habe ich ja immer. Hat gut geklappt. Und Mary Jane muss nach wie vor ihren körperlichen Bedürfnissen nicht nachgehen.
Hunger hat irgendwie keiner. Also ich habe bis jetzt noch keinem was zu essen gegeben. Und vor unserer Wohnungstür sind ein paar Leute, die grün gekleidet sind. Und die sagen, sie nehmen von den Reichen und geben den Armen. Sind wir die Armen? Das waren wir ja im letzten Spielstand nicht. Also wir haben nicht viel gehabt und die haben uns was gegeben. Aber jetzt haben wir relativ viel. Und das macht mir ein bisschen Angst. Ich lasse jetzt trotzdem nochmal rein, weil es interessiert mich, ob sie sich wieder genauso verhalten oder ob es tatsächlich von unseren Ressourcen abhängig ist. Ich bin gespannt. Ach, sehr cool. Also wir haben ein Medikit gekriegt. Und sie haben hier was dran gemalt. Das war vorher nicht. Okay, Dolores hat Hunger. Und Ted ist immer noch nicht da. Ja, die Familie hatte halt mal wieder eine kleine, nun ja, sagen wir mal, Diskussion. Aufgrund der nervenzehrenden Lebenssituationen. Timmy hat Durst. Und Dolores auch. Ich bin gerade am Überlegen, wenn uns das nichts tut, dass die hier... Ja, natürlich wollen wir das Radio benutzen. Dass die Mary Jane jetzt so ein ekelhaftes, infiziertes Etwas ist. Scheiße, Ted ist krank. Dann ist es vielleicht sogar richtig gut, weil die muss jetzt nichts mehr essen und nichts mehr trinken. Somit haben wir eine vierte Person, die wir eventuell sogar rausschicken können, die aber keinerlei Ressourcen verbraucht. Ja, das Radio hat natürlich gesagt, dass die Regierung wieder herkommt und uns rettet und hilft und überhaupt. Ted ist hergekommen, sicher. Abgesehen davon, dass er krank ist. Und er hat zwei Suppen mitgebracht. Und er hat auch zweimal Wasser mitgebracht. Aber die Gasmaske ist dafür kaputt gegangen. Das ist beschissen. Das war kein guter Tausch. Mary Jane hat Hunger. Okay, ich revidiere meine Theorie von gerade eben. Ich war sehr überzeugt davon, aber ja, irgendwie war das nicht so richtig, was ich gesagt habe. Timmy, Mary, Ted, Hunger. Okay. Timmy, Mary, Ted und ein Medikit für den armen Ted, denn er war ja so mutig da draußen. Ja, die soll mal rausgehen. Jede Möglichkeit rauszugehen, immer benutzen. Alter, die sieht aus. Das macht mich echt fertig. Ich komme einfach nicht über den Anblick hinweg. Wir hatten ein schwaches Signal von der Regierung, von dem Notfallservice der Regierung. Und ja, es sollte nun sicherer sein, an die Oberfläche zu reisen. Das ist gut. Ja, denen geht's eigentlich allen gut, nur Ted hat Durst. Und Ted ist auch wieder gesund. Das ist sehr schön. Und ja, wer soll rausgehen? Wir lassen mal unsere Kranke... Na, wobei, wir lassen mal den Timmy rausgehen. Dolores hat Durst und Ted hat mal wieder Hunger. Ted, du musst jetzt langsam auch mal auf Diät. Das geht so nicht weiter. Wir müssen das alle machen. Ja, wir haben wieder die Roaches und wir müssen die kaputt machen. Wir haben dazu die Gun, die benutzen wir. Tag 13. Und Dolores hat Hunger. Hunger können die haben, das ist mir egal. Wir haben genug Suppe aktuell noch. Mary Jane hat heute nicht ein einziges Wort gesagt. Das ist sehr komisch. Die Frage ist, liegt das daran, dass sie gelangweilt sind und keine Spiele haben? Oder dass sie, nun ja, ein verdammter Zombie geworden ist? Wir gucken auf jeden Fall, woran das bloß liegen könnte. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Spiel mir verklickern will. Mary Jane hat Hunger.
Und Ted hat Durst. Ted hat zurzeit jeden Tag irgendwas. Das ist ein richtig, richtiger, unzufriedener Sack geworden. Den schicke ich als nächstes gerade nochmal raus. Kannst du ja nicht mit anschauen. Okay, sie haben I Spy gespielt und es war ziemlich... ziemlich langweilig, weil sie ziemlich gelangweilt wurden von dem Buchstaben W. Das soll ein Witz sein, aber ich verstehe ihn nicht. Also hat bestimmt was mit der Situation außen herum zu tun, weil es wird, ich sehe was, was du nicht siehst, sein. Aber ich verstehe ihn trotzdem nicht. Was heißt W? Naja. Dolores hat Durst. Kriegt sie. Und ja, sie haben sich halt mal wieder gestritten. Und es sollte mal was passieren, weil wir sind jetzt bei Tag 16 und wir durften erst einmal raus. Und ja, es kommen kaum Leute zu uns. Es gibt was Neues von der Army. Wir haben Koordinaten gekriegt und wir sollen dorthin gehen und ein Zeichen hinterlassen, dass wir immer noch am Leben sind. Können wir natürlich machen. Wir haben ja die Map. Ted hat Hunger und Durst und Dolores hat Hunger. Wie gesagt, Ted hat immer alles. Oh, wir können was eintauschen. Nee, können wir nicht, weil wir nämlich die nötigen Ressourcen dazu nicht haben. Das ist blöd. Er ist wieder da. Er sieht sehr müde aus. Und hier hat wieder jemand was hingemalt. Machen die das denn oder wer macht das? Okay, Timmy ist Gott sei Dank zurückgekommen. Und sie haben eine Kirche gefunden. Zwei Wasserhammer gekriegt. Und eine Flashlight. Das ist gut. Mary Jane hat Hunger und Timmy hat Hunger und Dolores hat Durst. Also, die Kinder sind beide hungrig. Dolores hat Durst. Hungrig, hungrig. Okay. Raus gehen wir natürlich. Und ja, ich weiß, mangelnde Hygiene ist ein Problem. Es stinkt da drin. Und es wird nicht besser. Und wir können nichts dagegen tun, weil wir haben die Ressourcen nicht. Das ist blöd. Ach, scheiße. Gleich zwei krank. Das ist echt... Oh Gott, er ist auch krank. Oh, Leute. Das ist echt scheiße. Das schaut nicht gut aus für uns. Okay, Timmy braucht was zu trinken. Alle sind krank einfach. Das ist echt scheiße. Ich hoffe, die werden wieder von alleine gesund, sonst haben wir definitiv ein Problem. Wer sollte denn rausgehen? Wir schicken den Ted raus, weil wie gesagt, der will immer so viel. Und der ist krank. Mal gucken, ob er krank oder gesund zurückkommt. Oder auch, ob er überhaupt zurückkommt. Timmy hat Hunger. Kriegt dann natürlich was, der Gute. Ja, sie träumen davon, wieder raus zu können in die Sonne und wie schön das wäre. Und überhaupt. Timmy zittert die ganze Zeit. Er braucht ein Extra-Deck. Und wir haben einfach keine. Das ist so scheiße. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich den jetzt überhaupt weiter füttern und tränken soll. Weil wenn der eh stirbt an seiner Krankheit, dann bringt das halt überhaupt nichts. Timmy hat immer noch Durst. Klar, wenn man krank ist, braucht man viel Flüssigkeit. Und da ist noch eine andere Tür im Shelter.
Die können wir uns anschauen, das machen wir natürlich. Wer auch immer das gemacht hat, weil die sehen alle drei nicht wirklich zurechnungsfähig aus. Toll, da war einfach nichts. Oh, das ist ja echt. Dieses Mal läuft es echt nicht so. Mary Jane hat Hunger. Ja, wir können uns mit dem Militär treffen und nee, halt. Das Militär hat gesagt, dass die Survivors sich treffen können und Bäume niederholzen. Das machen wir halt, was auch immer das bringen soll. Wo ist unsere Axt? Wo ist unsere Axt? Unsere scheiß Axt ist jetzt weg. Es hat sich absolut nicht gelohnt. Ja, Dolores kriegt was zu trinken, wenn sie es nicht mehr lange ohne aushält. Ich hoffe, Ted kommt wieder zurück, weil dieses Trauerspiel hier ist gerade echt hardcore. Oh, Scheiße. Wenn dieser Satz da steht, dann können wir es vergessen. Okay, Timmy hat Hunger und Durst. Sie werden mir alle wegsterben. Ich weiß es ganz genau. Natürlich, Radio mach mal an. Wir haben jetzt auch trotzdem wieder jemanden rausgeschickt zur Expedition, auch wenn sie alle Monster oder krank sind. Radio geht nicht mehr, sehr geil. Wie kann man so viel Pech haben? Das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Und Dolores hat Hunger. Habe ich richtig gelesen, ne? Ja. Okay. Wer sollte rausgehen? Ja, komm, schicken wir mal den. Ja, das Monster raus. Und wir sind jetzt bei Tag 27 und das sagt mir, dass ich jetzt mal eine Aufnahmepause machen muss. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt noch Interesse an dem Spiel habt, da es jetzt ein neuer Spielstand ist. Ich hoffe, die Familie ist euch auch wieder ein bisschen was wert, auch wenn es bis jetzt ziemlich, ziemlich schlecht um sie aussieht, müssen wir gestehen. Und ja, wenn ihr noch eine weitere Folge davon sehen wollt, bitte einfach in die Kommentare schreiben. Und über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich auch immer sehr. Also bis zum nächsten Mal.